Es geht Schlag auf Schlag an den Berner Digitaltag. Es ist wirklich viel, viel los. Und jetzt muss ich da noch schnell den Ton abstellen, habe ich jetzt gemerkt. Das hören wir uns hier doppelt. Und zwar nicht nur wegen allein. Ich habe nämlich jetzt mittlerweile Gäste bekommen hier im Studio und auch Gäste bekommen online. Wir reden nämlich über ein politisches Engagement und wie man das fördert und was da genau funktioniert. Hier vor Ort bei mir, Ladies first, Urs, würde ich sagen, oder? Fangen wir an mit der Saskia Repsamen. Sie ist Klimaaktivistin. Ganz herzlich willkommen, Saskia. Du hast im Sommer 2020 Matura abgeschlossen. Sicher nebenbei auch etwas speziell gewesen, oder? Jetzt Matura in diesem Jahr. Das ist so, ja. Geschenkte Matura. Und, aber, ja, geschenkte Matura, aber gleich irgendwie können feiern. Ja, ja, so Corona-konform, wie es geht, oder? Ja. Du bist Klimaaktivistin, darum haben wir dich eingeladen. Du hast dich engagiert im Rahmen des Klimastreiks und bei vielen anderen Sachen und bist auch bei den jungen Grünen. Und das ist eigentlich auch die Verbindung zu meinem nächsten Gast, zum Urs, der hier sitzt. Der war früher im Stadtrat, Stadtratspräsident. Grünes Bündnis, nicht die jungen Grünen, aber auch mal jung, ja, war, oder? Genau. Und mittlerweile Präsident der Stadtteilkommission Dialog Nordquartier. Und in dem sind sehr nah dran, auch an politischer Partizipation. Ich sage mal, bei den Grassroots bist du im Quartier. Kleiner wird es ja nicht in unserer Stadt. Ja, das kann man so sagen. Und das macht eigentlich auch Spass, das Konkrete. Absolut. Und wir wechseln vom konkreten Urs, der hier ist, zu den auch konkreten Gästen, die online sind. Da haben wir zum einen Margot Galliani. Sie ist Projektleiterin Smart City Zürich. Hat auch in Oxford studiert und unter anderem in Chile studiert, also an vielen Orten schon unterwegs gewesen, Margot. Und mittlerweile bist du ja verantwortlich für das Smart City Team der Stadt Zürich. Und du schaltest dich auch von Zürich zu, gell, Margot? Genau. Durch das Team bin ich nicht, aber ich bin im Smart City Team. Tipptopp, es geht gut, ihr habt hier einigermassen schönes Wetter. Gut, wir machen weiter mit Laura Zimmermann. Sie ist auch, glaube ich, eine ziemlich bekannte Persönlichkeit. Sie hat zwar gesehen, dass die Haare nicht mehr blond sind, sondern wieder ein bisschen dunkler. Sie ist Co-Präsidentin von Operation Libero. Sehr, sehr präsent war natürlich im Rahmen von der wichtigen Abstimmungen in den letzten Monaten. Wir kennen sie aus der Arena. Sie hat Recht studiert in Paris und hier in Bern und hat dort Master abgeschlossen, ist dann wissenschaftliche Assistentin gewesen am Lehrstuhl für öffentliches Recht bei der Schweizer Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht und hat nachher 2016 bei der Operation Libero angefangen als Co-Präsidentin. Herzlich willkommen, Laura. Hallo miteinander. Also wir, das ist unsere Runde. Wir sind zu viert und wir sind eben digital, virtuell unterwegs, hybrid sozusagen. Zwei Leute hier, zwei Leute online zugeschaltet. Und es geht um politische Partizipation. Und ihr vier seid alle Menschen, die mit dem zu tun haben. Oder alle vier Menschen, die Erfolg hatten, habe ich das Gefühl, mit der Förderung der politischen Partizipation. Ich möchte bei dir anfangen, Saskia. Das ist auch noch recht frisch. Die Besetzung vom Bundesplatz von der Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten ist ja sehr gut organisiert gewesen. Also die Partizipationsförderung, die hat funktioniert. Es wirkt wie eine geschlossene Gruppe. Sag kurz schnell, wie habt ihr das gemacht? Was waren eure Mittel gewesen? Wie kommuniziert ihr untereinander und wie bringt ihr so eine Geschlossenheit her in dieser Bewegung? Ja, ich glaube, man hat schon gesehen, oder, an dem Rise Up, das ist die Erfahrung von zwei Jahren, die da zusammengekommen ist. Das sind Leute, die sich kennengelernt haben über die zwei Jahre, die eben Kommunikationskanäle aufbauen können. Das ist natürlich extrem wichtig, dass man im Austausch ist. Und das ist bei Klimajugend, das sind schon die sozialen Medien. Also jetzt nicht nur Instagram und Facebook, sondern auch Sachen wie WhatsApp, Telegram und so. Wo man da Organisationen aufbauen kann mit verschiedenen Unterarbeitsgruppen, die dann schlussendlich wie zusammenkommen und so etwas Grosses aufbauen und das dann schlussendlich auch so gut funktioniert. Ja, und was auch immer spannend ist für mich, oder, das hat ja eigentlich sehr flache Hierarchie, beziehungsweise ich kenne. Es ist ja alles immer basisdemokratisch organisiert gewesen. Und trotzdem relativ schnell unterwegs, aus meiner Sicht. Oder? Wir sind jetzt hier im Rahmen der Berner Digitaltage, im Rahmen einer grossen Gemeinde, wo man manchmal das Gefühl hat, es braucht lang. Da bin ich auch gespannt, wie der Urs das sieht, bis etwas passiert. Und bei euch trotz Basisdemokratie sehr schnell unterwegs. Was ist das Geheimnis?
Also ich glaube, erstens mal hat einfach der Anspruch, dass man schnell unterwegs sein muss, oder? Weil die Klimakrise die drängt. Wir müssen die Zeit jetzt nutzen. In 5 Jahren ist es vielleicht zu spät, das ist das Erste. Und das andere ist, glaube ich, bei Basisdemokratie, man muss das schon auch so als Prinzip verstehen, was nicht heisst, dass man alles bis jetzt Letzte ausdiskutiert, sondern es geht vielmehr darum, dass einfach alle, die zusammenkommen, dürfen mitreden und auch gehört werden. Und ich denke, das ist etwas, das nicht grundsätzlich verlangsamt, sondern das sogar einem Prozess viel beitragen kann, wo ganz viele gute Ideen zusammenkommen und es wie nicht klar ist, die Person entscheidet und die nicht, sondern alle kommen zusammen, alle sagen ihre Meinung und alle werden gehört. Und so hat man halt recht schnell viele gute Ideen, die man auch nutzen kann. Das ist ja eine junge Bewegung, obwohl bei den ganz grossen Demos in den letzten Jahren sind ganz viele Leute mitgelaufen, Ü50, Ü60. Ich glaube, das ist auch in der älteren Generation angekommen, das Problem, das ihr vertretet. Aber trotzdem hat man das Gefühl, die Bewegung an sich ist jung. Hast du manchmal das Gefühl, dass das eine Schwäche ist? Weißt du, vergessen die Alten ein bisschen? Ja, tatsächlich. Also ich habe erst gerade mit älteren Leuten Gespräche gehabt, wo sie mir gesagt haben, ja, ich will mithelfen. Aber ich erfahre schlichtweg nicht, wenn die Aktionen sind, weil ich die Kanäle nicht habe. Und von dem her ja, also wie soziale Medien und die Schnelllebigkeit, die man dadurch hat, ist super toll. Und ohne das wäre die Klimabewegung nicht da, wo sie heute ist. Aber es schließt auch Leute aus, das ist so. Und ich glaube, da müssen wir uns bewusst sein und irgendwie Wege finden, dass man eben da aneinander vorbeigehen kann und alle Leute einbeziehen. Das ist ein ganz spannender Punkt. Im Vorgespräch mit dem Urs ist er genau auf diesen Punkt eingegangen. Er erlebt viel im Quartier. Die sagen, hey, ich komme das gar nicht mit über. Jetzt geht im Rahmen der Covid-Krise. Oder? Viele sind auf Zoom, es gibt Pub-Quizzes auf Zoom, ja, in unserer Generation. Wir sehen unsere Freunde noch, aber man hört immer, oder man liest auch immer von Vereinsamung von der älteren Generation. Urs, du bist ja eigentlich ein Jungbliebniger. Trotzdem verstehst du dich, glaube ich, in dieser Runde als auch ein bisschen Vorsprecher oder Fürsprecher für die Generation, die man manchmal aus deiner Sicht fast ein bisschen vergisst bei dieser ganzen Digitalisierung. Ja. Also Quartierarbeit ist ja häufig Freiwilligenarbeit und Freiwilligenarbeit bedeutet ja häufig, dass ältere Leute da involviert sind. Und dort merkt man natürlich, dass die nicht so fit sind, IT-mässig. Also sie kennen Digital Natives und gerade wenn man pensioniert ist, hat man vom Büro her hat man nimmt Infrastruktur, man nimmt Sekretärin, die einem alles erklärt und oder einrichtet und die sind wirklich abgehängt. Und man sieht es jetzt auch in Partizipationsprozessen, dass eben viele gar nicht mitmachen können. Also neben dem Alter kommt noch die Sprache dazu. Wir haben im Quartier auch Leute, die nicht Deutsch können oder nicht gut Deutsch können. Die muss man auch von der Sprache her abholen. Dann haben wir Leute, die sozial abgehängt sind. Die sind halt auch nicht einfach so online. Also es gibt doch mindestens 3 Gründe, dass man eigentlich nicht mehr erreichbar oder schlechter erreichbar ist, jetzt rein vom IT-mässig gesehen. Und genau die Gründe, die sehe ich auch. Gibt es so eine Lösung? Jetzt du als Präsident des Dialog Nordquartier, ja, wenn die Leute auf dich zukommen und sagen, ah, Urs, das Zeug gar nicht mit. Ja. Also Corona hat sicher jetzt das ein bisschen beschleunigt. Ein paar Leute haben jetzt das Zoom entdeckt, aber die haben so alte Computer, dass das Zoom gar nicht, das heisst, der geht Vorsicht, dieser Vorgang kann alle Dateien löschen. Dann tun sie das Zoom natürlich nicht abladen. Haben wir auch schon gehabt. Aber wie gesagt, es wird jetzt beschleunigt und wir werden ja, jetzt kann man ja quasi Digital Native schon langsam in Richtung Pensionsalter. Das ist ja auch nicht schlecht, oder? Also der Usergrad wird immer besser. Also bös gesagt, wir alten Säck, wir sterben ja dann mal aus. Und so gesehen tut sich das automatisch auch verbessern, das Verständnis für Technik und eben online und so weiter. Aber vieles läuft natürlich immer noch über Print. Oder? Jetzt zum Beispiel Quartierzeitung ist ein Riesenerfolg. Das ist ein reines Printprodukt. Das wird gelesen wie verrückt, aber auch von Jüngeren. Also, die lesen es so Print oder lesen es die online? Die lesen es Print, es gibt zwar ein E-Paper, aber die lesen es Print. Es kommt automatisch in Briefkasten, das wird dem nachher gedreht, sozusagen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Generell, lokaler Journalismus funktioniert noch auf Print. Könnte man sagen, bevor ich dann schnell auf Zürich schalte, ich bin gespannt, wie das unter anderem in Zürich aussieht, bei Marco, mit der Partizipation von der verschiedenen Generationen, aber könnte man sagen, so der Anzeiger ist, sage ich mal, das Facebook von der älteren Generation, wo sie im Quartier die Fotos sehen von den Leuten im Quartier. Sie können zwar nicht Likes verteilen, sie können sich nicht so schnell organisieren.
Aber übernimmt der Anzeiger so die Funktion, so ein bisschen von Social Media bei uns Jüngeren? Ja, das ist das eine. Andererseits übernimmt er auch die Funktion von der Tageszeitungen, die diesen Markt völlig vernachlässigt haben. Also Mikro... Wo der Mikrojournalismus, Quartier, ist sehr stark vernachlässigt worden. Und dort fehlt es natürlich eine Lücke. All die Projekte, die in einem Quartier stattfinden, eben gerade weil es um Mitwirkung geht, das ist eben schon noch speziell, dass man das dort im Quartieranzeiger lesen kann. Margot, du bist ja du Projektleiterin in Smart City. Ich glaube, bei dir sind sicher auch Challenges ähnlich. Oder? Jetzt haben wir gehört, Saskia, die Mobilisierung funktioniert super über Social Media, WhatsApp und Co. Bei den Jungen, die Bewegung ist glaube ich genug stark bei den Jungen. Es ist auch zukunftsgerichtet. Dort ist das schon auch schlimm, aber vielleicht nicht ganz so schlimm, wie das Problem, das Urs beschreibt. Oder? Dass die Leute sich einsam fühlen, abgehängt fühlen jetzt als Smart City Projektleiterin. Wie versuchst du das, zu lösen, das Problem von Generationen, die andere technische Affinitäten haben, von Sprachbarrieren, Zürich ist eine Weltstadt, behauptet sie auch mal, Zürich ist eine Grossstadt natürlich. Wie tut ihr das lösen? Oder wie ist die Challenge irgendwie angehbar? Ja, also wir haben ja das Pilotprojekt zum partizipativen Budget in Zürich. Also wir versuchen eigentlich 40'000 Franken in einem Quartier als Pilotprojekt in einem partizipativen Prozess zu verteilen. Und wir machen das über eine digitale Plattform, also dort ist sicher, das ist relativ niederschwellig, vor allem für junge Leute, um sich zu beteiligen. Wir tun das aber immer koppeln mit analogen Events. Also ich glaube, das partizipatives Budget geht nicht auch ohne das Analoge und ohne, dass man das mit dem Digitalen vermischt. Und wir haben zum Beispiel Events in Kirchengemeinden, wo die Leute generell eher älter sind und wo wir ihnen helfen, zum Beispiel zum Eingaben machen auf der Online-Plattform. Also wo wir sie unterstützen, um die Online-Partizipationsmöglichkeit eigentlich in Anspruch zu nehmen. Aber jetzt, wenn man über Smart City redet, oder? Das ist so ein Schlagbegriff, der immer wieder jetzt genannt wird. Auch in den letzten zwei Tagen, alles muss smarter werden, Daten müssen einfacher abrufbar werden, alle müssen alles digital können. Sind wir uns sicher einig, das ist die Zukunft? Ist definitiv der Weg, den wir müssen gehen. Gibt es Bemühungen von euch in Zürich, dass man die Eltern gleich noch auf diesen Zug mitnimmt? Die Eltern, die grundsätzlich, das wissen wir, sich bei Wahlen so oder so eigentlich im Moment mehr beteiligen, leider als die Jungen. Gibt es dort von euch Bemühungen, die auch auf einen digitalen Zug zu nehmen? Oder ist es zynisch, fast wie der Urs hat gesagt, das Problem, das sich von selber löst in den nächsten 15, 20 Jahren? Nein, also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, dass man versucht, einfach gar nicht alles nur digital zu machen. Man versucht eigentlich in Zürich immer noch eine Alternative anzubieten für Leute, die das nicht möchten, digital. Also eigentlich alle Online-Services, die wir haben, kann man auch immer noch am Schalter machen. Ich glaube, das ist so das eine. Und das andere ist schon, eben, dass wir zum Beispiel durch so Events und vor allem durch sehr lokale, also auf Quartierebene, uns versuchen, so einzubringen, dass man eben auch kann hören, was sind dann die Sorgen und wo hapert es oder wo ist es schwierig für ältere Leute, um sich einzubringen und dann das quasi mit ihnen zusammen machen. Also ich glaube, es gibt so die zwei Sachen. Also auf eine Art eigentlich ähnlich basisdemokratisch, Saskia, wie euch, oder? Wenn ich es jetzt richtig verstehe, als Mensch. Ja gut, das kommt natürlich immer auf ein Event drauf an, oder? Aber ja, Sachen wie irgendwie ein partizipatives Budget oder so, das geht sicher in die Richtung, was sich der Klimastreik auch wünscht. Und was natürlich auch eine Antwort könnte sein auf die Klimakrise, mehr Mitbestimmung. Absolut. Mitbestimmung ist ein Thema. Wir gehen jetzt so ein bisschen von einer Mikro-Quartier-Ebene, vom Generationenproblem, gehen wir mal auf eine nationale, zur Laura Zimmermann, die mit einer nationalen Organisation unterwegs ist, Operation Libero, die auch vor allem eben in Mobilisierung, ich glaube, extrem grosse Erfolge können verzeichnen im Rahmen der letzten Jahre. Wir denken an eine Durchsetzungsinitiative, jetzt kommt eine Konzernverantwortungsinitiative, die sich sehr stark einsetzt, Laura. Und mein Eindruck, und ich glaube auch, da sind wir uns alle einig, ich sage mal in unserer Generation, ihr habt es hergebracht, dass der Schlafende Riss, sage ich mal, unsere Generation viel mehr wählt, viel mehr an die Urne geht und nicht nur die Älteren, die sich das gewohnt sind und die vielleicht auch die Zeit haben, dass die traditionell eh viel wählen, habt ihr es hergebracht, dass die Jungen kommen und dass sie vor allem mitreden. Und das ist jetzt eine sehr grosse Frage, Laura, aber vielleicht kannst du das gleich relativ schnell zusammenfassen. Wie habt ihr das geschafft? Also zuerst mal sicher nicht allein. Ich glaube, das ist noch wichtig zu sagen. Also es gibt immer eine Kombi aus Parteiparolen, aus anderen Akteuren, wo das schlussendlich irgendwie möglich gemacht haben. Und
es ist bei uns noch spannend, oder? Man schreibt uns das immer so zu, dass es vor allem die Jungen waren, die wir mobilisiert haben. Und wir haben das mal beispielsweise analysieren lassen von einer Studentin, die eine Arbeit geschrieben hat, wer das dann eigentlich so zu unseren Unterstützern gehören. Und das sind zum einen tatsächlich junge Leute, so bis 35, und zum anderen aber, und das ist etwa hälftig, und ganz viele ältere Leute über 65. In der Mitte hat es ein bisschen gefehlt, haben wir immer noch so ein bisschen Lücken. Und ich glaube, das ist wie vielleicht wie bei dir, Saskia, ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht schlussendlich nicht um Altersfrage oder die Themen und die Anliegen, die wir bekämpft haben oder wo wir uns jetzt für die einsetzen, wie bei der Konzernverantwortungsinitiative. Das ist eigentlich mehr eine Frage von der politischen Haltung. Und ich glaube, es gibt einfach durch die digitalen Möglichkeiten heutzutage natürlich für Organisationen wie uns, die eigentlich relativ wenig Geld haben, zum Beispiel so eine grosse Kampagne, machen extrem viele Möglichkeiten, um günstig und gut viele Leute zu erreichen. Und ich glaube, die Kanäle haben wir genutzt und versuchen es immer noch weiter zu nutzen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man vielleicht ein bisschen verschlafen hat in den traditionelleren Parteien, wo man jetzt aber auch aufholen ist. Ich glaube, bei anderen gehen wir sicher einig mit dir, aber ich glaube, der letzte Satz ist auch noch wichtig. Ihr seid ja keine traditionelle Partei, sondern ihr nennt euch ja Zivilgesellschaft. Wie wichtig denkst du, ist das, weißt, dass die Leute vielleicht nicht plakativ gesagt das Gefühl haben, dass sie wieder Politiker sind, die im Bundeshaus sein wollen und so viele Ämter wie möglich haben wollen, dass sie Geld verdienen können. Wie wichtig hast du das Gefühl, ist wirklich so ein bisschen das hands-on sachpolitische Ding, entscheidend, dass ihr sehr glaubwürdig politisieren könnt? Also ich glaube, es ist mal in einer Demokratie zuerst mal so, dass es natürlich die institutionelle Politik gibt und auch die traditionellen Parteien, die eine extrem wichtige Arbeit machen, die auch einen schwierigeren Standpunkt haben. Oder? Die müssen sich schlussendlich zu allen Themen immer äußern und sind auch ein bisschen eingeschränkt, weil sie primär ihre Ämter haben und wieder gewählt werden. Und in der Schweiz hat es politische Bewegungen immer wieder gegeben. Und ich glaube, für uns war immer klar, dass wir eigentlich auf dieser Bewegungsebene als Akteur möchten tätig sein, weil es ist einfach auch für uns wichtig war, dass man eben auch freier ist, zu sagen, was Sache ist, oder? Also zu sagen, was wir wirklich das Gefühl haben, ohne Angst zu haben, dass man dann irgendwie nicht gewählt wird oder ohne Rücksichtnahme und vor allem auch, mit dem Finger auf die unangenehmen Stellen kann drücken und die institutionelle Politik auch mal kann kritisieren. Und ich glaube, es braucht unbedingt beides in einer gut funktionierenden Demokratie. Sonst ist es in dem Sinn auch nicht zielführend aus meiner Sicht, dass wir sie eigentlich immer Bewegung waren, die mit dem System hat wollen und das System und die Institutionen schlussendlich auch hat wollen stärken und nicht gegen das System antritt. Und das ist für uns sicher ein Punkt gewesen, wo wir uns heisst, ein bisschen allein stellen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es braucht wirklich beides. Und je mehr Akteure das es hat, desto besser. Oder? Und je neuer die Akteure sind, desto besser ist es so für die institutionelle Politik, weil sie gezwungen wird, von außen sich zu verbessern, sich zu erneuern und die Themen eben noch anzugehen. Ich glaube, dort hat er auch viele Überschneidungen eben zur Klimabewegung, zum Klimastreik. Obwohl eben die letzte Aktion, die natürlich uns allen sehr geblieben ist die Besetzung vom Bundesplatz, die war sehr, sehr jung gewesen. Aber ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Die grossen Demos, die glaube ich, vor den Wahlen am meisten bewirkt, die sind Generationen, Geschlechter und alles Mögliche übergreifend gewesen, oder? Und ist das für euch auch das Gefühl, hast du das Gefühl, entscheidend, ähnlich wie bei Operation Libero, dass ihr eben frei seid, Libero, oder? Dass ihr als Bewegung wahrgenommen werdet in der breiten Bevölkerung und nicht als Partei, politische Menschen, die Rücksicht nehmen müssen auf Lobbys und alles Mögliche? Ja, extrem. Also der Klimastreik ist eine Bewegung und das ist auch gut so. Und ich glaube, es braucht Bewegung. Also da kann ich mit der Laura anschließen, die halt auch die institutionelle Politik kritisieren und darauf aufmerksam machen, dass sie halt auf ein paar Probleme von unserer Zeit irgendwie bis jetzt noch keine Antwort hat können finden, obwohl das dringend nötig gewesen wäre. Und ich glaube auch, das ist natürlich ein Grund, wieso junge Leute heute besonders Überzeugung brauchen, dass sie gehen wählen, dass sie gehen abstimmen, dass sie sich irgendwie auch beteiligen an dieser institutionellen Politik, wo sie sich irgendwie auch ein Stück weit im Stich gelassen fühlen. Also eben eine Klimakrise, wo wir seit 30, 40 Jahren davon wissen und es gibt einfach noch keine Antworten darauf. Und von dem her, das ist vielleicht auch, was der Klimastreik schon noch ein bisschen jetzt von dem Verhältnis Bewegung, institutionelle Politik
unterscheidet von der Operation Libero. Also ich glaube, wir sind viel systemkritischer. Ich persönlich glaube schon, dass die institutionelle Politik braucht. Also ich bin ja selber in der institutionellen Politik auch tätig und ich denke, wie, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir Lösungen finden auf allen Kanälen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man kritisiert und dass man sagt, dass es irgendwie in dieser Form nicht weitergeht. Und da braucht es alle Leute. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das etwas ist, was per se junge Leute betrifft. Aber ich glaube, wie die jungen Leute haben halt wie die meisten Zukunftsängste. Und irgendwie sind auch so am meisten betroffen von dem Gedanken, hey, irgendetwas funktioniert nicht. Ja. Bin jetzt gespannt, wie das so ist bei Margot. Margot, nimmst du das wahr? Oder anders gefragt, nimmst du die Bewegungen wahr in deinem täglichen Leben, in diesen Bemühungen für eine Smart City, für Partizipation zu stärken oder digital? Sind die präsenter als andere Leute? Also wir sind ja ein relativ junges Team, also es gibt es eigentlich erst seit dem Januar. Bis jetzt, klar, also sicher etwas, was man wahrnimmt, das gibt jetzt auch, also Partizipation wird jetzt wahrscheinlich auch ausgeweitet in der Stadt Zürich, spezifisch auf Klima Vorhaben. Und ich glaube, das ist auch eine direkte Folge von Leuten, die sich eingesetzt haben für im Rahmen des Klimastreiks und quasi für, dass die Stadt Zürich mehr in Richtung Umweltsachen macht. Das schon. Und eben, hast du das Gefühl, die Stadt Zürich ist dort der Vorreiter, in dem dass man auch gespürt, weißt, was kommt von der Basis und nachher Rahmen schaffen für eine Diskussion, für eine Partizipation, die ich sage mal modern ist, so wie es Saskia vorlebt? Oder? Vielfach hat man ja das Gefühl, die Bürgerversammlungen und Bürgerinnenversammlungen, wie ich sie kenne, wie ich bin aufgewachsen bin, das hat mich nicht interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Saskia. Aber hast du das Gefühl, die bringen das her, Leute, die Generation von Saskia, in unserer auch, einen Rahmen zu bieten, wo sie das interessiert und wo sie sich austauschen wollen? Schon, also wir arbeiten ja mit Vereinen zusammen in Zürich. Wir machen die viele von den Sachen, die wir machen, auch überhaupt nicht alleine. Da sind sehr viele junge Leute. Wir haben auch in den 99 Ideen bekommen, in diesem partizipativen Budget, in dieser Ideensammlung. Und dort hat sie gesehen, viele Ideen von sehr jungen Leuten. Die Jüngsten waren wirklich Kinder, die Zelte in einem Park in Wipkingen. Also ich glaube, dort haben wir wirklich können auch Schichten abholen, die normalerweise nicht abstimmen, die normalerweise sich überhaupt nicht mit dem politischen Prozess auseinandersetzen und jetzt plötzlich können teilnehmen an, wie das Quartier soll aussehen, was im Quartier soll passieren. Und ja, also wir merken dort schon, jetzt spezifisch mit dieser Plattform haben wir sehr viele junge Leute abholen. Gehen wir zurück ins Quartier, und zwar in das vom Urs. Dort bist du sehr aktiv, habe ich auch gesehen, eben für Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Moment. Wie fest ist dort die Bevölkerung von dem Quartier partizipativ dabei in einer Diskussion, wie die sollen gestaltet werden, wo dass man nur noch 20 fahren soll, etc. Ja. Erklär schnell. Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Modelle, wie das läuft. Wir haben ja 27 Organisationen, die alle im Quartier aktiv sind. Und die treffen sich einmal pro Monat an einer Vereinsversammlung. Und dort tut man natürlich face-to-face so Sachen austauschen. Gerade jetzt die Geschichte mit der Tempo 20, das hat man sogar in einer Arbeitsgruppe ausgeteilt. Jeder und jede geht in seine eigene Organisation zurückfragen, du, ist das gut, wollen wir das so? Und dort haben wir es ja einstimmig hergebracht, dass wir das Nordquartier grosso modo in der Wohnzone, dass man dort Tempo 20 einführt. Dann gibt es aber auch noch andere Tools, zum Beispiel Workshops, oder zum Beispiel WIFAG, Arealentwicklung, WIFAG-Areal. Dort hat man an Ort Workshops durchgeführt. Dort hat man natürlich selbstverständlich die Organisationen und die Anwohnenden und die Zwischennutzenden und alle, die vielleicht mal in diesem Areal etwas machen oder wohnen oder leben und so weiter, haben wir alle eingeladen. Das sind plus minus 100 Leute hier gekommen. Und da hat man einfach ein bisschen Ergebnis und die Investoren können dann mit diesen Ergebnissen weiterarbeiten. Und sag schnell, jetzt hast du viele Sachen angesprochen, die für mich auch institutionell tönen, Vereine, Organisationen, die es schon lange gibt. Gibt es auch Leute, weißt, die völlig frei, sag ich mal, an solche Veranstaltungen, Versammlungen kommen und sagen, ich habe keinen Hut an. Aber ich will im Fall echt nicht, dass man das hier ein SUV-Diesel vor meinem Haus durchfährt mit 50. Mhm. Also, es haben eigentlich alle einen Hut an, muss man ehrlicherweise sagen. Man investiert ja an einen Abend zum Beispiel in einen Workshop. Und da muss man schon irgendwie betroffen sein. Wir hatten ja schon Workshops, wo nicht viele Leute betroffen haben, auf rein jetzt geografisch. Und da sind einfach fünf Leute gekommen. Und das hat man mehr oder weniger können absagen. Aber wichtig ist ja, dass man die Möglichkeit
hätte gehabt, mitzureden. Das optionale Glück ist immer wichtig. Es hat einen Abend gegeben und ich hätte mich einbringen können. Und jetzt bin ich halt nicht gegangen. Oder? Dann hat man dann auch die Ruhe. Dann kann man auch nicht zwei Jahre später sagen, ich bin nicht gefragt worden, wieso macht ihr das jetzt so und nicht anders. Ja. Wir haben viele Fragen bekommen, auch online via Zoom. Die möchte ich kurz versuchen, in den letzten drei Minuten, die wir haben, einigermaßen zusammenzufassen. Ich bleibe jetzt schnell bei dir, Urs. Es ist eine sehr interessante Diskussion. Das lockt, glaube ich, alle. Aber welche Art von Hilfe möchten ältere Menschen konkret, um besser die digitalen Medien so zu nutzen, wie sie möchten? Ich glaube, vielleicht kann Margot dort auch noch Input geben. Was hörst, was spürst? Ja, da braucht es eigentlich Individualberatung. Ein Tutorial irgendwo auf YouTube bringt ja nichts, weil die finden das ja gar nicht. Ja. Sie kennen das, die Institution gar nicht. Bleibt eigentlich nur noch Individualberatung. Und was natürlich schön ist, wenn das Generationen zusammenführt, wenn zum Beispiel das Grosskind das könnte machen. Sagt, oh, ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Das kann ja sehr, sehr lustig werden, familiär, oder? Aber es geht fast nur, aber man muss den Altkasten mal anschauen und sagen, kauf dir einen neuen. Und dann geht man mit Zoom drauf, oder? Und dann halt auch ein bisschen die Angst nehmen, oder? Wie das geht. Das war mit dem Handy auch so gewesen. Es hat einen Handykurs. Auch generationenübergreifend. Da sind wir jetzt langsam drüber weg. Jetzt, ich glaube, die meisten, die ein iPhone wetten, haben jetzt eins und wissen etwa, wie sie uns zum Teil noch im Traum setzen sollen, wenn sie das so sehen. Aha, die sind noch neu, oder? Aber sie sind da. Aber sie haben doch schon eins. Ja, sehr spannend. Margot, wie ist es bei dir? Wirst du kontaktiert von solchen Leuten, die wetten, mitmachen? Aber nicht können? Bis jetzt noch nicht. Ich glaube, weil wir so viele analoge Events hatten, wo die Leute auch wirklich können mit anderen Leuten reden. Aber ich glaube, das ist wie wichtig. Also ich glaube, man muss genug nach an den Leuten dran sitzen, um überhaupt zu verstehen, was Bedürfnisse sind. Und ich glaube, wenn man das macht, dann über so pauschal kann man nicht sagen, was hilft, denke ich. Aber ich glaube, man muss einfach genug nach sein und das Gespräch suchen. Und wechseln wir noch das Thema. Wir sind wirklich viel auch in den Generationen, wo wir uns hier bewegen, spannenderweise. Und zwar die nächste Frage via Zoom geht wieder um die Jüngeren. Etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe, Saskia. Ihr versucht ja mit den Bewegungen, Laura ist dort auch in diesem Boot, mehr Junge zu mobilisieren. Die Frage ist, was könnte konkret noch gemacht werden, noch mehr, dass noch mehr von den Jungen gehen, weil du hast es gesagt, oder zum Beispiel die Klimathematik betrifft. Betrifft uns, betrifft zum Beispiel meinen einjährigen Sohn noch viel mehr leider als der Urs. Aber der Urs hat sich extrem engagiert für das Klima. Wie bringt man das her, dass die jungen Leute sich dessen bewusst sind, dass ihre Stimme wirklich zählt? Also ich glaube, wie das inhaltliche Bewusstsein, das ist das eine. Aber was vor allem wie die schwierige Frage ist, wie bringt man jemanden dazu, wirklich zu handeln und aktiv zu werden? Und das ist für mich einfach konkrete Projekte, wo man sich engagieren kann, wo man bei Klima auch ein Erfolgserlebnis hat sozusagen und koppelt mit dem auch das Gefühl, dass man wirklich etwas bewegen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wieder Sinn drin sieht, sich zu engagieren. Und das ist auch das, wo die institutionelle Politik oder Projekte, die richtig institutionelle Politik gehen, sich abschauen können. Es braucht wirklich ganz konkrete Sachen, wo man das Gefühl hat, hey, ich als Einzelperson, ich werde gehört und ich kann etwas bewegen. Ich glaube, da sind auch erfolgreiche Abstimmungsausgänge wichtig, oder Laura? Ich glaube, das siehst du auch so. Ihr habt sehr viel Schub bekommen. Dass der politische Erfolg hatte. Ich glaube, das ist so wie eine selbstverstärkende Bewegung. Ja, also wir sind natürlich auch in einem System, wo wir extrem privilegiert sind, oder? Wo man eben wirklich mit sehr wenig sehr, sehr viel kann bewegen kann. Und ich glaube, das ist schon so eine Sogwirkung zum einen. Und ich glaube, zum anderen ist es schon so, dass man sich einfach auch eben den Privilegien von der Demokratie irgendwo durch hier sollte und müssen dürfte, bewusst werden, vielleicht noch ein bisschen mehr oder auch bei der jüngeren Generation. Man kann extrem viel bewirken, hier viel mehr als in anderen parlamentarischen Demokratien. Und ich glaube, das ist dann umso wichtiger, oder wenn man noch dazu sieht, dass bei uns extrem viel Teil von der Gesellschaft im Viertel ungenau sein, das Recht nicht hat, oder weil sie einfach das Bürgerrecht so erschwert bekommen. Und ich finde wirklich, dort ist braucht es einen Demokratiediskurs so in den nächsten paar Jahren über unsere Gesellschaft, wer das dann noch dazugehört. Und ich finde, eben dort ist auch die Stadt Zürich ein extrem gutes Vorbild mit Pilotprojekten und mit Partizipationsmöglichkeiten, wo man noch viel weiter gehen kann, als einfach abstimmen, sondern vielleicht sogar das Recht ein bisschen zu erweitern auf Leute, die zu unserer Gesellschaft schon längst dazugehören.
Wir sind am Ende bereits schon von dieser sehr spannenden Diskussion. Ich möchte euch vielen allen ganz herzlich danken. Es war extrem spannend. Zusammengefasst, ich glaube, kann man sagen, der digitale Wandel, die digitale Welt kann Partizipation stärken, kann sie unterstützen, aber es ist nicht alles. Ich glaube, Bewegungen sind wichtig, ich glaube, Themen sind wichtig und dass man näher dran ist an den Leuten. Es nicht kann. Insofern ist das, glaube ich, ein gutes Fazit gewesen. Jetzt geben wir